Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Kongel Popstar 2900 Ergoflex Animal. So, seht ihr hier, die Größe seht ihr, so hoch wie mein Torso, so groß ist er. Zusammengeklappt, ne? Zusammengeklappt, noch nicht montiert. Und ihr seht auch hier, schöne Verpackung, wirklich sehr ansehnlich, finde ich, die Verpackung. Ihr seht auch, hier ist ein Hund abgebildet, the best friend, ne? Ja, the best friend, ne? So, sieht echt ansprechend aus. Vor allem dieses futuristische, coole, etwas kantigere Design gefällt mir da sehr. Weil die meisten Staubsauger sind hier immer so rund gebaut heutzutage. Hier, Kongistar hat mal wieder ein bisschen dort dann das System der Ecke zurückgeholt. So, was haben wir hier? Hier haben wir das erste Zusatzding. Das ist so ein Kopplungsgerät, beziehungsweise damit kann man auch saugen natürlich. Das heißt, so eine Breitsaugfreundin. So, und dann kommen wir schon zu der Best Friend Technology. Die Best Friend Technology haben wir hier am Start. Sehr cool designt, weil hier können wir nämlich die Noppen, sprich die Bürste, zuschalten oder nicht, indem wir das dann benutzen. Also so Oberfläche absaugen, so ein bisschen noppig, das heißt also, das hält dann die Haare, die in dem Sofa etc., in dem Stoff sind, etwas an, richtet sie auf und durch das Vakuum, was ja der Staubsauger erzeugt, wird es dann weggetransportiert. Cool. So, wow, wow. So, was geht weiter hier? Hier haben wir einen flexiblen Schlauch, der uns schon anschlaucht hier. Yeah. Nächstes Teil ist die Bodeneinheit. So. Die Bodeneinheit selber ist auch schon ein bisschen so stealth-eckig gemacht, damit ihr auf dem Radar auch nicht immer gesehen werdet. Ist ja ganz gut. So, Röllchen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dass er sich bewegt. Ne? Seht ihr hier? So, dann haben wir hier zwei Kontakte, um den Saft runterzubringen, weil hier unten ist ja ein Motor drin, der die Bürste dann dreht. Jetzt können wir uns auch direkt gucken. Hier ist so ein kleiner Flaum noch, der das dann auch wieder etwas extra reinigen sollte. Dann können wir hier so eine Halterung rausholen, um dann schon die Bürste zu zerlegen. Ne? Das ist einfach und effizient. So könnt ihr die Bürste nämlich dann reinigen und diesen Bereich hier auch genauso reinigen und entstören. Na, guck mal, ich kann hier gut reingreifen. So, zack, hier. Ich komme hier aneinander mit meinen beiden Fingern. Das heißt, das ist kein Problem, hier dann eventuelle Stopffreunde dann zu entstopfen. So, die Seite des Dreiecks kommt auf die Seite, wo das Dreieck sich auch befindet. Das heißt, die drehen wir jetzt so lange, bis das Dreieck übereinander sitzt. Und dann schieben wir die hier einfach wieder in Position zurück. Dann kommt unser Nippelfreund wieder drauf, der das in Position hier auf der Seite hält. Und schon sind wir wieder am Start hier mit unserer Bürste. Ich schaue mir das mal kurz an. Was wir nur noch achten müssen ist, dass auf dieser Seite, also hier haben wir Dreieck, hier haben wir Viereck und das muss halt einrasten bzw. eingelegt werden. Und dann können wir dieses Teil auch wieder drauf machen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED vorne zum Ausleuchten. Wir könnten es öffnen, es ist verschraubt mit Philips, normal, alles cool. So, das ist also unten die Bodeneinheit. Jetzt haben wir hier einen flexiblen und dehnbaren Schlauch. Das ist halt das Zubehör von Animal Front, von Animal Care System. Zack, das kann man hier einrasten, diese Seite kommt dann in den Staubsauger. Und dann könnt ihr hier Staubsauger loslegen. Ne? Sehr sinnvoll, finde ich das. So, jetzt kommen wir hier schon weiter in die Tiefe. Ah, da ist noch was. So, bedienungstechnisch sind wir hier am Start. Da steht das nochmal abgebildet, was ich gerade auch schon erklärt habe mit der Bürste. Bedienungsanleitung ist auf Englisch, Deutsch, ganz viele Sprachen, die ich jetzt nicht wiedergeben kann. Die Bedienungsanleitung selber ist auf Schwarz und Weiß, aber reicht ja voll und ganz. Ihr könnt auch einfach hier ja sehen, wie es funktioniert. So, hier ist die Bodeneinheit. Ne, die können wir auf den Boden stellen, damit wir das dann dort ansetzen können. Hier ist auch die Möglichkeit, über diese beiden Kontakte den Staubsauger dann zu laden. Und hier ist so eine Lasche, da können wir ihn einhängen. Alles klar. Und was wir dann noch machen ist, das müssen wir natürlich zusammenbauen.
Ergo kommt das hier dran, so, zack, und wird eingerastet. Kann man aber auch jederzeit wieder auseinandernehmen, wie ihr seht. Funktioniert also. Okay. Dann haben wir hier noch Stromsen. So. Stromsen, brauchen wir auch. Kommt hier an die Seite, einstecken, zack. Andere Seite in die Power Supply. So, dann haben wir natürlich noch mehr Zubehör. Okay. Hier haben wir eine Bürste, die ein bisschen um die Ecke kommt. Das heißt, hiermit können wir sehr gut dann Tastaturen zum Beispiel reinigen. Hiermit können wir punktuell reinigen. Ne, geht alles. Hiermit können wir auch punktuell und abgeflacht reinigen. Die können wir also so in den stecken und dann funktioniert das. Das ist alles jetzt für den Handstaubsauger-Part. Denn dieser Staubsauger ist ja ein 3-in-1 Staubsauger. Boah, sieht der cool aus. Cooles Design, echt. Richtig cool. Sieht so aus wie so, kannst du auch zum Spielen benutzen. Master Chief mäßig, cool. So, das ist er, so sieht er aus. Und hier ist nämlich jetzt, dass wir erstmal den Staubsauger haben, dass wir hier den Griff haben, der oben auch kontrollierbar ist, an und aus, ne? An und aus, mehr und weniger. Und hier Brush dazu oder Brush weg. So, hier auf der Seite haben wir noch so ein Trigger, der dann zum Ein- und Ausklappen da ist. Hier sind die Aufladepunkte, die dann hier sind. Zack, zack. Okay, verstanden. Dann haben wir hier aber auch noch einen Handstaubsauger drin. Echt cool. Ne? Den können wir hier ganz herausnehmen und diesen dann auch verwenden. Hier an der Seite ist ein Button, ein Knopf, den drücken wir und dann können wir das ausloggen. So, dann haben wir sozusagen zwei Staubsauger. Also einer ist ja jetzt ohne Motor. Jetzt haben wir einen Staubsauger, mit dem wir so rumrennen können und ihn benutzen können. Eco. Das war Turbo. Er sieht echt spacig cool aus. So, echt cool. So, das ist also die Handstaubsaugerfunktion. Und hier können wir dann natürlich auch das Zubehör einsetzen. So, ne? Damit können wir jetzt hier. Oder wir packen jetzt das da rein. So, zack. Oder wir können da auch unser Animal-Kumpel reinpacken. Dafür müssen wir den noch hiermit kombinieren. Zack. Und dann können wir den hier reinstecken. So würde ich das jetzt mal. Ja, genau. So. Und jetzt können wir das als, als mobile Einheit verwenden. Cool. Funktioniert gut. Macht auch einen guten Jobby-Mobby. So, zack, wieder raus. Ups. Boah, da war fest drin schon. Okay, jetzt haben wir es wieder in Grundstellung. Gute Saugleistung im Turbo-Modus. Eco-Modus nicht so stark, aber ausreichend. Ihr habt gesehen, hat sich richtig schön festgesaugt. Aber jetzt kommen wir dazu. Hier drinnen, wo die schönen Aufkleber sind, darunter befindet sich das Staubauffangbehälter. Um den zu leeren, drücken wir einfach hier auf Clean und dann können wir das nach unten setzen. Ne? Es wird nämlich so eingesetzt, dass es so einrastet. Hier unten sind zwei Nasen. Klack, dann können wir es aufklappen und benutzen. So, jetzt sind die beiden Einheiten getrennt. Jetzt gucken wir uns hier mal den Motor an. Hier ist die Motoreinheit drin, die ist gar nicht so schwer. Cool. So, funktioniert also alles. Und dann haben wir hier, da ist der Drag drin. Ne? Und der Drag hat einen Filter oben. So, das heißt, wir gehen hin und gehen dann hier mit den Fingern rein, ziehen den Filter raus. Ist ja dann auch dreckig, den stellen wir zur Seite. Kippen das aus, kommt der ganze Müll raus, fertig. Funktioniert gut. Da drinnen ist ein Rückschlagventil, welches diesen Gang zumacht, dass auch kein Dreck rauskommen kann. Auch vernünftig designt. So, dann haben wir hier jetzt natürlich noch unseren Filter, wie ihr seht. Den konnte ich öffnen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier unten, also hier oben habe ich festgehalten, hier unten am Filtercase habe ich gedreht. Und jetzt können wir diesen HEPA-Filter hier reinigen. Und zwar unter fließendem Wasser, ist kein Problem. Ihr könnt das hier unter fließendem Wasser reinigen und das auch. Da ist kein Strom dran, das geht alles. Das hier nicht.
Das hier nicht reinigen. Nein, nein, nein. So, wenn ihr das aber gereinigt haben solltet, sprich mit Wasser, dann darf das aber 24 Stunden nicht mehr hier rein, weil ansonsten wäre es zu feucht. Ne? Das lasst ihr alle richtig schön trocken lassen und erst wenn es trocken ist, bauen wir es wieder zusammen, indem wir das wieder hineinstecken. Hier ist ein Gummisystem, was die Abdichtung dann lässt oder macht. So, dann ist das wieder fest und wir können es wieder einhängen. Das heißt, wir gehen hier die Seite ran, lassen es einknupsen und schon können wir wieder losballern. Gut, jetzt haben wir natürlich hier dieses Teil und das kann man aufklappen, wie ihr seht, und man kann es auch wieder zuklappen. Wie habe ich das gerade gemacht? Hier unten ist ein Hebel, so ein Trigger, den kann ich ziehen und dann habe ich es entlockt. So kann ich es dann auf- und zuklappen. Funktioniert also sehr gut. Und hier rein, in dieses Gestell, kommt unser Kumpelblase. Zack. Und so können wir dann trotzdem, seht ihr hier, diese Funktion wählen, um dann in die Ecken komfortabel zu kommen, unten drunter, unter Möbel etc. Dann wieder in die normale Funktion, ne? Zack, erste Funktion, zack, normale Funktion und Einklappfunktion. So können wir es mitnehmen zum Beispiel. Und so können wir dann loslegen und vor allen Dingen hier unten macht man den Kumpel dran. So, lass mal kurz gucken hier. So, okay. Der sollte hier rein. Ich guck mal kurz, vielleicht ist noch irgendwas drin, was nicht rein soll. Ah, da ist so ein Gummi auch noch. Ah, das muss ein bisschen mehr drücken. Zack, genau, ich musste ein bisschen mehr drücken, weil da ist noch, noch Gummi unten dran ist. Okay, verstanden. Und dann ist es eingerastet und kann verwendet werden. So, dann können wir das auch von hier oben da jetzt steuern. Und dann dreht sich unten der Brush. So, das ist jetzt hier. Wir machen jetzt mal an. Jetzt kann ich auf Plus und Minus drücken. Und so die Leistung verbringen. Und hoch. Und runter. Und den Brush kann ich sogar ausschalten mit dem Knopf hier. Oder wieder dazusetzen. Also die Brush-Freunde hier unten. Die macht schon ein bisschen Sound, wie ihr hört. Er hier macht einen coolen Sound. Und wenn wir das hier unten nicht haben wollen, gibt es hier einen Knopf. Dann können wir das auch wieder herauspopeln. Zack. Das ist am Anfang ein bisschen schwergängig, weil die zwei Kontakte hier in diese kleinen Löcherlinchens müssen. Also das funktioniert aber schon. So. Und dann können wir, denke ich mal, weil das hier auch rund ist, können wir das hier ausrasten und gucken mal, ob das direkt unten auch funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert das aber so rum, dass ich das hier reinkriege. Nee, funktioniert auch nicht. Mhm. Oder das hier. Nee, das funktioniert auch nicht. Oder warte, vielleicht funktioniert es ja auch. Guck mal, ich kann das hier auch hier reinrutschen. Das sollte gehen. Mal gucken, ob jetzt da unten genug Power rauskommt. Wir haben ein bisschen Leistungsverlust. Warum? Weil das hier an den Seiten natürlich dann ein bisschen vorbeigeht, aber nur ein bisschen. Also dieser Adapter funktioniert auch sehr gut hiermit. So, damit habt ihr eine reine, könnt ihr euch dort so aufstellen, wie ihr das wollt. Ihr könnt im Stehen sauber machen, ihr könnt unterwegs sauber machen, ihr könnt mit Bürste sauber machen, ihr könnt mit der Animal Care Sache sauber machen, ihr könnt Tastaturen sauber machen, etc. Und das eine Stunde lang. Bis zu einer Stunde hält das Ding durch und das ist ein guter Wert, finde ich. Eine Stunde lang Staubsaugen mit einer Akkufüllung, alles top. Das hier ist der Conk Popstar 2900 Ergo Flex Animal. Vernünftig gebaut, es ist alles aus Kunststoff. Es ist alles aus Kunststoff, aber das ist normal in dieser Price Range. Also absolut vollkommen in Ordnung in dieser Preis, in diesem Preisrahmen, diese Qualität hier von der Firma, weil es sieht alles voll cool aus. Designtechnisch haben sie sich ein bisschen spaciger gemacht. Verarbeitungstechnisch sind wir absolut in Ordnung. Kann man jetzt nicht großartig meckern, weil vor allen Dingen das Ding machst du ja einmal, im Prinzip machst du das Ding einmal da unten dran und dann bleibt das da dran. Ne? Und das Ding holst du ja nur dann mal raus, um das in der Hand zu benutzen. Aber ansonsten sehr vernünftig. Auch die Hinstellfunktion funktioniert ganz gut. Wir kommen also an und setzen dieses hier rein, zack, und dann wird es da drin auch geladen, hier durch die Kontakte da oben. Dann kann man es rausnehmen und lossaugen.
Oder halt, wenn ihr unterwegs mal seid, mobiles Einsatzkommando, könnt ihr einklappen. Konga Popstar 2900 Ergoflex Animal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.